So Freunde, vorerst letzter Liegestütztag, obwohl ich mal davon ausgehe, dass es nicht der letzte ist. Aber sicher, wie gesagt, keine Kritik, nur subtil. Also wieder Liegestütze und wir kombinieren das wieder ein bisschen mit Bauchübung, aber diesmal dynamisch und bringen gleich ein bisschen Flexibilität für den Rücken mit rein. Das heißt, ihr geht in den Liegestütz, macht den Liegestütz, kommt wieder hoch und jetzt hockt ihr an und dann gleich wieder zurück. Ja, je nach Fitnesslevel hockt ihr halt, ich sag mal, nur ein Stückchen an. Wenn ihr merkt, ihr habt ein Problem, dann halt hier nur ein kleines Stückchen anhocken und dann gleich wieder zurück. Ja? Und wer kann, halt so weit vor wie möglich. Und zwar nicht an den Beinen vorbei, sondern bleibt halt drinnen in der ganzen Geschichte. Und dann macht halt den nächsten Liegestütz. Bei den Mädels sieht das wieder so aus, dass ihr hier über die Knie hochkommen könnt, nehmt die dann hinterher und hockt dann an, wieder zurück, geht auf die Knie, wieder in den Liegestütz und dann wiederholt ihr das Stück. Und wie immer, eine Minute ackern, eine Minute Pause oder ihr macht quasi BZV bis zum Versagen oder bis zum Vergasen, was auch immer. 5 bis 15 Durchgänge. Haltet durch, bis gleich.